herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Ich berichte immer noch von Scareback 2018 und ich beweise heute, dass es nicht immer auf die Größe ankommt. Andreas Oppermann hat zum Beispiel Mikropolis dort vorgestellt. Das ist sozusagen so ein bisschen jetzt zum Warmwerden schon mal ein Beispiel dafür, dass Hogwarts und Helicarrier nicht das Einzige sein müssen, was man mit kleinsten Figuren und im kleinsten Maßstab mit Lego nachbaut. Sozusagen das Bonsai des Legos. Hier eine ganze Stadt auf engem Grund, also eine gute Idee für alle, die nicht viel Platz haben, aber doch eine ganze Stadt aufbauen wollen. Gut, mit der Eisenbahn drumherum wird es dann etwas eng, zumindest mit einer fahrenden. Da muss man sich dann irgendwie was anderes ausdenken. Ansonsten sieht man hier viele einzelne Module, die, glaube ich, auch von verschiedenen Leuten gebaut wurden und dann zusammengesteckt wurden. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, was es im kleinen Maßstab zu sehen gab. Hier, dieser Hogwarts Express inklusive des Autos aus dem zweiten Teil, das da versucht ja, den Express einzuholen. Also, das sieht doch auch cool aus. Würde ich mir gerne auf den Schreibtisch stellen, muss ich zugeben. Auch allein schon durch diesen Dampf, der da hochgeht. Und das ist ja wirklich ganz kleine Dimensionen, die das Modell hier hat. Also ein Träumchen, wie ich finde. Also, und man erkennt auch sofort, was es ist. Und das finde ich schon bei so wenigen Teilen dann beeindruckend. Daran sieht man wieder, man braucht eben nicht viele Lego-Steine, um was Beeindruckendes zu erzeugen. Es reicht tatsächlich einfach, die richtige Idee zu haben und dann auch ein bisschen Fingerfertigkeit wahrscheinlich. Ja, dagegen ist natürlich die Mickey Maus hier eher schon überdimensioniert. Das nur mal als Beispiel dafür. Es gibt nicht nur die Brickheads Mickey Maus, nein, es geht sogar noch cooler. Und ja, auch die würde ich für fast jedes Geld dieser Welt kaufen. Naja, gut, also relativ gesehen. Hier kommen zwei Hunde und eine Katze, wie wir sehen. Der Koala, da stand schon, der ist irgendwie verschollen, aber immerhin auch kleiner Maßstab, wenig Teile, große Wirkung. Und was mir jetzt erst beim Anschauen dieses Videos dann auffiel, war, hinten, da sehen wir nicht nur Trump, sondern auch Kenny, They Killed Kenny, beziehungsweise auch noch ein Panzerknacker als Brickheads. Gut, das nur so als Randerscheinung. Wieder gucken vorne auf die Hunde. So, und jetzt kommt eigentlich mein Highlight, was ich fand, die Micro-Builds. Zwei Großmodelle, die es auch zu kaufen gibt von Lego, in ganz, ganz klein. Jo, und das finde ich wirklich beeindruckend. Also, man sieht rechts sofort, es ist der Track Racer, inklusive der Antenne, die ja in Wirklichkeit keine Funktion hat, hier natürlich auch nicht, Kettenantrieb und sogar die Fernbedienung wurde mit zwei Teilen beigelegt und daneben dann auch auf sofortigem Blick erkennbar Big Ben, so wie es ja auch als Set verkauft wurde. Mit wenigen, wenigen Teilen, aber viel, viel Fantasie und Idee und jeder Lego-Fan weiß genau, um was es sich hier handelt. Finde ich absolut beeindruckend. Da, ja klar, groß kann auch nicht jeder, aber klein muss man auch erstmal können. Also, nö, finde ich, war für mich irgendwie auch ein Highlight. Hätte man fast so mitnehmen können, aber nein, natürlich habe ich das nicht gemacht. Hier nochmal so ein Blick auf die anderen kleinen Modelle. Und zum Abschluss noch mal der komplette Kontrast. Was Kleines in Groß, dank Mike Tendino aus der Schweiz, können wir nämlich hier eine Minifigur natürlich sehen. Okay, das ist jetzt noch nicht das Spannende, sondern selbige Minifigur in Groß. Und das ist eine von denen, davon gibt es ja einige auf dieser Welt, die dann ja so die vermeintliche Anatomie bzw. das Innenleben einer solchen Minifigur dann beleuchten. Das gibt es ja zum Beispiel auch als 3D-Druckmodell. Das kann man sich zu Hause selber dann ausdrucken, allerdings dann in Minifigurengröße. Und ganz zum Abschluss noch ein bisschen was Märchenhaftes. Da sehen wir es also von Ariel über, ja, man möge selber sich überlegen, welches Märchen ist da was. Ein bisschen was Religiöses, glaube ich, ist auch dabei. Also das, und irgendwo ist auch mal die Lampe ausgefallen. Da sehen wir auch Aladdin, glaube ich, und. Es flackert auch Dioramas bis unter die Decke, ich beinahe gesagt. Sehr, sehr cool auch. Auch hier wieder viele kleine Sachen mit großen Ideen. Das sei es dann auch für heute gewesen. Der große zweite Rundgang über Scareback, der folgt ja noch in den nächsten Tagen. Aber klein ist auch schön. Bis bald und tschüss.